Herzlich willkommen zu einem weiteren Video in meiner kleinen Wissensmanagement-Reihe. Dieses Mal zu einem Thema, das mir sehr am Herzen liegt, nämlich Communities im Wissensmanagement. Warum sie toll sind, aber leider nicht von alleine laufen. Beginnen wir mit der grundlegenden Frage, was eine Community überhaupt ist. Eine Community bezeichnet eine Gruppe von Personen, die ähnlichen Aufgaben gegenüberstehen und die das Interesse an einem Thema bzw. definierten Wissensgebiet eint. Im Unterschied zu einer Arbeits- oder einer Projektgruppe ist eine Community weitgehend selbst organisiert und erfüllt auch einen selbstgewählten Zweck. Sie dient in erster Linie dem Austausch von Erfahrungen und Informationen sowie der gegenseitigen Unterstützung und ermöglicht damit gemeinsames Lernen. In Organisationen können Communities dadurch den Austausch zwischen Experten auch über Bereichs- oder Standortgrenzen hinweg ermöglichen. In der Literatur wird teilweise unterschieden zwischen einer Community of Practice, also einer Community mit einer ähnlichen Aufgabenstellung, und einer Community of Interest, einer Community mit ähnlich gelagerten Interessen. In der Praxis, ehrlich gesagt, verwischen diese beiden Ausgangslagen und so hat sich in den letzten Jahren der Begriff Community of Practice als Bezeichnung für beide Arten oder eben für die übliche Mischform durchgesetzt. Geprägt wurde das Konzept schon in den 90er Jahren von Jean Lave und Etienne Wenger und in den Folgejahren dann maßgeblich weiterentwickelt von Etienne Wenger. Ein sehr schönes Beispiel für eine Community findet Gabi Reinmann, die eine Community vergleicht mit einer Dorfgemeinschaft. Was sind Kennzeichen einer solchen Gemeinschaft, einer Community? Nun, die Treiber sind ein gemeinsames Interesse oder gemeinsame Interessen bzw. eine gemeinsame Aufgaben- oder Problemstellung. Die Community entwickelt eine gemeinsame Verständigungsbasis und damit auch eine gemeinsame Identität. Zentrale Prozesse in der Community sind Kommunikation und Kooperation, Erfahrungsaustausch und Wissensschaffung, wechselseitiges und gemeinsames Lernen. Sowohl bei der Wissensgenerierung als auch beim Lernen schöpfen die Mitglieder einer Community aus geteilten Ressourcen. Man spricht teilweise auch von der Wissensallmende, was das Bild der Dorfgemeinschaft wieder aufgreift. Eigenverantwortung und Selbststeuerung sind wichtige Faktoren und unterscheiden eine Community von anderen Organisationseinheiten, eben einer Arbeitsgruppe oder einem Projektteam. Die Mitglieder erhalten ihre Rolle auch nicht durch Festlegung oder Hierarchie, sondern erwerben diese durch Akzeptanz. Man spricht von einer Meritokratie. In der Regel gibt es in der Community einen engagierten, harten Kern und eine loser verbundene Peripherie. Dazu kommt, dass Communities heute zunehmend virtuelle Gemeinschaften sind, deren Mitglieder zu Kommunikation und Kooperation auf technische Hilfsmittel angewiesen sind. Was leisten Communities nun für das Wissensmanagement? Informationen und Wissen zu einem Themengebiet werden innerhalb einer Community unbürokratisch weitergegeben, auch über organisatorische und hierarchische Grenzen hinweg. Durch die Verbreitung auf mehrere Köpfe wird Wissen außerdem dadurch für die Organisation mittel- und langfristig bewahrt. Indem Wissen und Erfahrungen ausgetauscht werden, lernen die Mitglieder einer Community sowohl individuell voneinander als auch kollektiv als Gruppe. Dazu gehört auch das ansonsten schwer in Worte zu fassende und schwierig zu dokumentierende gute Praxis, oft mit Bezug auf einen konkreten Handlungskontext innerhalb der Community so weitergegeben wird, dass ein echtes Verstehen möglich ist. Durch diesen offenen Austausch zwischen Experten können außerdem Innovationsimpulse entstehen. Durch den informellen und strukturell unabhängigen Charakter von Communities wird außerdem das bereichs- und fachübergreifende Denken und Problemlösen gefördert. Und schließlich leisten Communities ihren Beitrag zur Kulturveränderung. Zu den Gelingensbedingungen für ein nachhaltiges Wissensmanagement gehört eine Kultur, die Wissen und Lernen, Kommunikation und Kooperation, Innovation und Wissensgenerierung unterstützt. All das ist in den Communities gelebte Praxis. Dadurch kann eine Community zur Keimzelle für eine weitergreifende Kulturveränderung werden. Wie funktioniert also eine Community theoretisch?
In der Theorie bildet sich eine Community selbst organisiert, indem einzelne Menschen spontan zusammenkommen, weil sie ein gemeinsames Interesse haben oder eine gemeinsame Aufgabenstellung. Sie bauen eine Vertrauensbasis auf mit der Absicht, Wissen zu teilen, wobei sie gemeinsam gute Praxis entwickeln, woraus dann kollektive Intelligenz entsteht, die wiederum zu einem individuellen, internalisierten von jedem einzelnen Mitglied dieser Community wird. Soweit die Theorie. Wie funktioniert eine Community aber in der Praxis? Wie gesagt, Communities sind in den seltensten Fällen in Organisationen leider diese selbstorganisierten, eigenmotivierten Selbstläufer. Ein wichtiger erster Schritt ist es, einen gemeinsamen Wissensraum zu schaffen. Denn grundlegend für das Funktionieren einer Community, also dem möglichst offenen Austausch von Wissens und Erfahrungen, ist es, einen solchen gemeinsamen Wissensraum zu haben. Dies bedeutet, sich gegenseitig zu vertrauen und ein gemeinsames Verständnis, damit auch eine gemeinsame Sprache zu entwickeln. Wer das mehr interessiert, es gibt auch ein kleines Video von mir zum Thema Wissensraum bar. Im Sinne des Community Managements bedeutet dies, gerade in der Anfangsphase Raum zu geben für ein gegenseitiges Kennenlernen, und zwar durchaus über die eigentliche Funktion in der Community hinaus, als Menschen sozusagen. In Communities, die sich tatsächlich physisch treffen, geschieht dies oft automatisch während kleiner Smalltalk-Phasen vor oder nach den Treffen. Im Falle von virtuellen Communities muss dieser Prozess gegebenenfalls ganz bewusst herbeigeführt werden. Letztendlich geht es darum, ob nun virtuell oder physisch, Zeit und Raum zu geben, sowie Anlässe zu schaffen, sich als Mensch gegenseitig wahrzunehmen, denn Vertrauen und Verständnis besteht zwischen Menschen. Dazu gehört, sich zu sehen, nicht nur zu hören, und sei es nur über Fotos im Falle von virtuellen Communities, sich Geschichten zu erzählen und Geschichten zu teilen, gemeinsam Geschichten zu erleben, ja auch gemeinsam zu lachen und Spaß zu haben. Das Engagement in einer Community ist immer freiwillig. Niemand kann zu einer echten Mitarbeit gezwungen werden. Der stärkste Motivator für diese Freiwilligkeit ist sicher der wahrgenommene Nutzen, also der Beitrag, den die Community beim individuellen Lernen, also dem offenen Wissens- und Erfahrungsaustausch, sowie der individuellen Aufgabenbewältigung, also dem Teilen guter Praxis, der Unterstützung bei der Problemlösung leistet. Das setzt voraus, dass das Thema bzw. das Themenspektrum der Community der tatsächlichen und aktuellen Bedürfnislage ihrer Mitglieder entspricht. Ein weiterer Motivator für Freiwilligkeit ist das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. Das ist eng gekoppelt mit dem oben dargestellten Nutzenempfinden, lässt sich aber zusätzlich noch unterstützen durch eine klare, selbstgegebene Mission der Community. Wozu gibt es uns? Was leisten wir für die Unternehmung? Freiwilliges Engagement entsteht außerdem dort, wo es Möglichkeiten zur individuellen Weiterentwicklung bietet und der Einzelne Anerkennung und Wertschätzung erfährt. Das gelingt immer dann, wenn das offene Teilen von Wissen und Erfahrungen im Fokus steht und eben das Prinzip der Meritokratie auch gelebt wird. Und schließlich entsteht freiwilliges Engagement auch aus der als angenehm empfundenen Einbindung in eine soziale Gemeinschaft und aus einem gewissen Abwechslungsreichtum. Wenger, Snyder und McDermott, die ein grundlegendes Buch Cultivating Communities of Practice veröffentlicht haben, empfehlen hier bewährte Routinen und Praktiken wie ein monatliches Treffen mit einer festen Agenda ab und zu durch frischen Wind zu beleben, zum Beispiel durch einen externen Referenten. Vertrauensbildung, Wissensweitergabe, individuelles und kollektives Lernen ist immer dann am wirkungsvollsten, wenn gemeinsam an einer konkreten Aufgabenstellung gearbeitet wird. Nun gehört es zwar nicht zum Wesen einer Community, einen von außen erteilten Auftrag zu bearbeiten, es kann aber sinnvoll sein, sich als Community selbst beispielsweise in der Gründungsphase einen möglichst konkreten Auftrag zu geben, das heißt ein konkretes Arbeitsergebnis gemeinsam zu definieren. Dadurch wird sichergestellt, dass die Community zielgerichtet, auch im Sinne der Organisation, das heißt an aus deren Sicht relevanten Themen arbeitet. Dies leistet dann wiederum einen wichtigen Beitrag zur Motivation der Mitglieder, weil die Mission klar definiert ist, etwas Konkretes und Gemeinsames entsteht.
Eine aktive Unterstützung durch die Organisation kann außerdem einen wichtigen Beitrag zum Funktionieren einer Community leisten. Dazu gehört zum Beispiel das Zurverfügungstellen einer angemessenen IT-Infrastruktur, wo gemeinsame Ablage, gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten möglich ist oder auch virtuelle Treffen. Oder auch das Gewähren des notwendigen zeitlichen Freiraums für ein Engagement in einer Community. Das setzt voraus, dass die Mitarbeit in einer Community auch seitens der Führungskräfte als zielführend und nützlich bewertet und damit als Teil der Arbeit verstanden wird. Ja, was ist nun das Fazit? Communities können zu einem zentralen Instrument von Wissensmanagement, vor allem in zunehmend agilen Organisationen werden, weil sie mit ihrem Fokus auf den Menschen als Wissensträger sowie den individuellen, kollektiven und organisationalen Lernprozessen die gesteigerte Dynamik und Flexibilität einer solchen agilen Organisation deutlich robuster abfedern als zum Beispiel Maßnahmen der Wissensdokumentation. So gesehen sind funktionierende Communities eine machtvolle Keimzelle einer lernenden Organisation. Vielen Dank fürs Zuhören.